1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie ist der eine spanische Name und der heißt der, den nicht Nein sagen kann. Unser Mettelnachbar Jörg macht im Treppenhaus einen Mittelaltermarkt. Und um 4 verbrennen sie unsere Nachbarin Veronika Ferres als Hexe. Hurra, das Fernsehen wird besser. Also eigentlich ist das ja genauso fies wie damals, als du mich in dein Elternhaus zum Gotcha-Spielen eingeladen hast. Gotcha! Gotcha! Aua! Oh, das macht keinen Spaß, wenn wir uns zu zweit in eine Hundehütte quetschen müssen. Meine Eltern wollen nicht, dass ich Gotcha in meinem Zimmer spiele. Au, au, au. Wotan, aus! Also ich finde den Mittelaltermarkt im Treppenhaus ziemlich Herzchen, Herzchen. Hola, Jungs! Hi, Sie! Schaut mal, ich bin eine schöne Burgfräulein und 2 Hobbyritter kämpfen um mich im Rollstuhl. Das heißt Fahrstuhl. Schade, dass die Tür immer zugeht. Ich drück noch mal. Oh, blöd. Oh, unser Mittelnachbar Jörg. Seid gegrüßt, Nachbarn. Kommt mal mit in den Waschkeller zum Marktstand von Kiffer Kai. Da gibt's original mittelalterliche Waren. Was ist das denn? Eine Schöpfkelle mit Wildschweinzähnen? Damit hat man Blinddarmoperation gemacht. Absolut true. Geil. Was kostet die, Kiffer Kai? Für dieses edle Handwerk erbitte ich 2 Silberlinge als Gegenwert von ihm. Hä? Hat der einen Schlaganfall? 2 Silberlinge. Das heißt auf mittelalterisch, er will 2 CDs. Gehen auch Rohlinge? Will er hier den Rohling mimen, so muss ich ihn... Oh. Volltreffer! Mein brennender Pfeil in die Brust von Kiffer Kai. Das ist das echte Mittelalter. Tag, Herr Braunschweig. Ich habe auf dem Dachboden einen Stand mit Folterinstrumenten. Habt ihr schon mal eine eiserne Jungfrau gesehen? Ja, im Spiegel. Also so lustig waren die Fotos im Spiegelmagazin nun wirklich nicht. Noob und Nerd auf 1live.de.